Servus Christi und herzlich willkommen in City Skylines mit mir, dem Wolpert Engel 2000. Schön, dass du mit dabei bist und so schaust, wie unsere Stadt weiter wächst und gedeiht. Und wir haben ja letzte Folge noch hier dieses Viertel gekauft, das neu. Da werden wir es dann gleich besiedeln, aber erstmal kümmern wir uns mal um die kranken Leute, die hier sind. Ich verstehe nicht, warum hier so viele kranke Leute sind. Habt ihr hier keinen Arzt oder was? Gesundheit bist es du? Nee, du bist Stufen. Wo ist denn jetzt die Gesundheit? Da. Ja, da in dem Eck ist irgendwie schwierig. Warum eigentlich? Da haben wir doch eine Arztpraxis, oder was bist du? Jo. Hätten wir. Oder geht es hier um die Bestattungen? Ja, Bestattungswesen ist hier ein bisschen schwierig. Wobei, das... Ja, gut, ich meine, das sollte man vielleicht mal immer tatsächlich noch ein Krematorium herstellen. Machen wir mal. Sauna. Da gibt es erstmal Krematorium. Hier, so. Krematorium. Wer hat nicht gern ein Krematorium in seiner Nachbarschaft? Peng. Jeder, ne? Schau, wie sie sich freuen. Erstaunlich. Okay. So, dann sollten wir aber trotz allem... Was bist du denn hier? Ach, ein kleiner Park. Eine Hüpfburg. Sollten wir trotzdem noch schauen, dass wir hier fürs Gesundheitswesen... noch eine Arztpraxis herbringen, wobei, wie gesagt, ich verstehe es nicht. Nee, machen wir mal was anderes. Die kriegen eine Turn- und Fitnesshalle, ne? Die stellen wir mal schwierig gar nicht hin. Rettungshubschrauber, Depot braucht kein Mensch. Oder doch eine Sauna hier irgendwo, so eine kleine Sauna. Hier so eine Sauna, peng. Schau, wie sie sich freuen. Und es werdet gesund. Nee, ihr wollt das nicht. Ihr seid einfach mal rot, weil ihr Bock drauf habt, rot zu sein, ne? Ihr wollt einfach nur rot sein, weil rot toll ist. Was bist denn du für eine halt? Warte mal. Da ist ein Krankenwagen gefahren, oder? Oh Gott, ja, das sind doch 1000 Krankenwagen. Bringen doch die ganzen kranken Bürger weg hier. Wie sie sich da starten, wie viel haben wir denn da drin? Das sieht man gar nicht. Das sieht man gar nicht. Na gut. Wird schon werden. Da sind genug Krankenwagen da, das passt schon mal. So. Die Sonne fängt an zu scheinen. Gehen wir mal ins Land der aufgehenden Sonne. Jawohl. Warum nicht? So, Wohnspezialisierung, sagen wir mal. Wir wollen hier selbst versorgen, die Gebäude. Erzeugt aber auch weniger Steuereinnahmen. Ja, mei. Ja, mei. Nee, mach mal nicht. Wir machen hier ganz normal. So, wir malen uns hier mal ein Gebiet hin. Quatsch, was mache ich denn? Wir wollen erstmal einfach mal ein Stadtviertel malen vielleicht. Farblich markieren, löschen. Nein, wir wollen erstmal eins malen. So, wir machen hier ein Stadtviertel. Das ist tatsächlich... zwischen. So, machen wir das. Male, 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 male. So. Das ist Stadtviertel. Wir nehmen ein Stückchen von der Ding noch mit hier. Wir gehen hier mal so eine Pinselbreite rüber noch. Doch ein bisschen, komm. Da sollen Leute wohnen. Halt, da können wir auch gleich ein Industriegebiet machen. Und da sollen Leute wohnen. So der schönen Blickplatz. Sagen wir, wir machen hier so selbstversorgende. Nein, wir machen keine selbstversorgenden Gebäude. Mag ich jetzt nicht so. Dann Industrie. Nein, warte mal. Wir brauchen hier noch so ein Viertel. Eine Industriespezialisierung nachher. So, wo sind denn jetzt unsere Ölquellen hier? Ach, mittendrin ist nur dabei, oder? Ah, schwierig. Okay, müssen wir anders machen. Hilft nichts. Also wir malen jetzt hier so ein Viertel. Also ich will die Ölquellen eigentlich gern mit dabei haben. Dann machen wir da so. Machen wir es doch so. Huch. Da war ein kleines Leck. Ich glaube, er hat gerade gespeichert. Ich habe Autospeichern drin alle 10 Minuten.
Vogelsang. Vogelsang. Ja, dann machen wir es doch so. Dann gehört halt der Teil hier Rüben der Industrie. Dann haben wir aber noch keinerlei Gewerbeflächen, ne? Weißt was? Egal. Wir kaufen das Gebiet auch noch. Das können wir uns leisten. So. Passt doch, oder? Dann haben wir nämlich hier... Dann machen wir hier so eine Art Gewerbegebiet. Nee, machen wir nicht. Wir machen das erstmal hier alles... Das ist erstmal alles Wohnen. So, wir machen... Uah, ich bin da raus. Da draußen muss keiner mehr wohnen, Leute. So. Wohnen. Ich meine, das Problem ist, ich muss die Ölindustrie da mitnehmen, weil es einfach, ja, muss ich einfach machen. Das geht nicht anders. So, du musst hier natürlich, hier muss keiner wohnen. So, dann hätten wir das hier. Das können wir auch noch wegmachen. Wobei ich eigentlich schon noch gern irgendwo Gewerbeflächen hätte. So ein echtes Gewerbegebiet müssen wir uns eigentlich auch noch malen. Wobei man das natürlich schon tatsächlich hier hin machen können, ne? Mal mal hier unser eigenes Gebiet. Dann gibt es auf der Seite von der Autobahn Gewerbe. Warum auch nicht, würde ich mal sagen. Genau. So, jetzt müssen wir runterkommen von der Autobahn. Das heißt, wir stoppen mal ganz kurz den Verkehr. Die steht hier auch noch wunderschön auf Stelzen. Das macht die Sache nicht einfacher, würde ich behaupten. Aber egal. Und dann nehmen wir hier so ein Kleeblatt rein. So richtig cool, so hier. Kleeblatt, genauso in die Mitte ungefähr. Das Tolle ist, dass die Autobahn auf Stelzen steht. Wer macht denn so einen Quatsch, Leute? So, wir machen das jetzt mal so. Und da gehen wir auch noch so ein Stückchen bis daher. Jawohl, und dann machen wir Autobahn. Und du bist momentan eine dreispurige, oder? Du bist was vierspuriges. Wir machen mit Lärmschutz. Autobahn mit Lärmschutz. Sowas machen wir da. Upsi. Machen wir nicht. Wir müssen mal eine Stufe hochkommen. Müssen wir auch nicht. Warum nicht? Obwohl ich das aber, das habe ich das Autobahnkreuz aber schon leicht verzogen. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Ach, ich will keine krummen Straßen machen. Ach, geh weg. Komm, jetzt. Treffe ich vielleicht mal wieder die richtigen Tasten hier. Vielen Dank. Machen wir es so. Komm. Mit Lärmschutzwall. Dafür steht sie leicht schief drin. Ach mein Gott, was soll's. Sollen wir aufpassen, dass die Dinger hier in die richtige Richtung gehen. Das schaut alles ein bisschen schräg aus hier, ne? Aber... Schwierig, aber egal. Jetzt, so, du gehst hier hoch. Und du kommst von da hier runter. So. Autobahn. Wir könnten die Autobahn hier noch ein Stückchen hinterschieben. So in eine Richtung mit Lärmschutzwand. Autobahn. Autobahn mit Lärmschutzwand. Wir nehmen hier die kleinere schon mal. Werden hier schon mal kleiner. Bis dahin ungefähr. Ja, die drehen wir gleich um. So. Ich finde, Lärmschutzwand ist wichtig. Lärmschutzwand ist wichtig. Die müssten wir hier eigentlich auch noch machen. Wir müssten hier upgraden auf Lärmschutzwand. Lärmschutzwand. Gibt es das bei den Autobahnausfahrten eigentlich auch? Auffahrt. Auffahrt, zwei Wege mit Lärmschutzwand. Dahinter brauchen wir keine Lärmschutzwand, aber hier wohnen Leute. Da will ich Lärmschutzwand haben. Und hier eigentlich dann auch. Und hier auch.
Da ist schon eine Lärmschutzwand und da machen wir hier nur eine und hier nur eine. Und weil wir gerade so schön am Lärmschützen sind, machen wir es hier und hier. Hier und hier. Hier und hier. Hä? Wieso nicht? Weil wir da schon haben oder was? Verstehe ich jetzt nicht. So, machen wir das. Nicht hübsch, aber selten. Warum kann ich jetzt hier? Wegen der Brücke. Ernsthaft? Na okay, dann lassen wir es halt dabei bleiben. Hilft ja nichts. So, wir lassen mal den Verkehr hier weiterfliegen. Wow, der hat es aber gerade noch gefangen. Okay, wir gehen weiter und ziehen hier dann eine normale Straße raus. Oder wir machen hier, ihr ahnt es schon, einen Kreisel. Einen dicken, großen. Warum eigentlich auch nicht? So in die Mitte rein, so. So schaut es, glaube ich, ganz gut aus. Nein, noch nicht anblinken. So, da machen wir einen Kreisel hin. Ja, der wollte uns ja nicht kreiseln. Aber ist ein großer Kreisel, ne? Ich habe doch einen großen genommen. Nein, ich habe einen kleinen genommen. Lalala, halt. Ich wollte den großen Kreisel. Hirsch. Großer Kreisverkehr. Den kann man da direkt so anschließen. Ich will den aber nicht direkt anschließen. Ich drehe den jetzt mal, komm. Ich wollte den Kreisel drehen. So, und wir schließen den dann. Wir stellen, oh ja, hier mit dem Bäumchen in der Mitte. Passt doch perfekt. Hängen. So machen wir das. So schaut doch gut aus. Behaupte ich. Jetzt haben wir hier einen dicken, dicken Kreisel. Dicker, dicker Kreisel ist immer toll. So, und dann gehen wir hier nämlich mit unserer Autobahn runter. Das ist noch Autobahn. Und zwar Auffahrt, Abfahrt. Und den hier bitte. Und klinken uns hier so ein. Und hier machen wir das gleiche. Klinken uns hier so ein. Und drehen das Ding noch um bitte. Danke. Cool. 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 Passt doch. Das wird unsere Stadt. Das ist jetzt auch wieder so eine gewachsene. Nein, das ist keine gewachsene Stadt. Das ist eine ziemlich geplante Stadt, würde ich mal behaupten. Wir gehen jetzt mal hier mit einer mittleren Straße. Mit einer großen Straße. Und wir nutzen. Da nutzen wir mal Trams und so ein Zeug. Nee, eigentlich nicht. Monorails würden hier mal irgendwann Sinn machen. Das heißt, wir müssen. Monorail kriegen wir auf eine kleine Straße theoretisch auch, okay. Ich würde aber jetzt gerne erstmal mit einer großen Straße hier rausgehen. Die Stadt soll ja hier so auch um die Autobahn rumwachsen, ne? Also das ist so der Plan. Das wird alles City. Von dem Kreisel weg. Der Kreisel ist so das Zentrum. So ungefähr. Das Zentrum. Und da habe ich jetzt noch keine große Ahnung, wie ich das mache. Aber wir sollten auf jeden Fall mit großen, schönen Straßen hier mal durchgehen. Wir ziehen uns hier einfach mal so eine gerade, dicke Straße weg. Hier so ungefähr. Oder? Hier so. Bis dahin. Gleiches Spiel hier drüben. Bis dahin. Gleiches Spiel hier hinten. Bis dahin. Ungefähr. So ungefähr machen wir das. Ach, da hinten ist unsere schöne Stadt. Und hier kommt eine neue schöne Stadt. Dann ziehen wir. Und das machen wir es mal einigermaßen cool. Was habe ich jetzt da für eine Straße hinbaut eigentlich? So eine normale, genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir von hier. Mit einer krummen Straße, die ungefähr bis daher geht, dahin. Gehen von hier,
circa bis da, dahin, nein, nein, von hier bis daher, hier so rüber, so ungefähr. Ja, warum nicht, ne? Das sind schöne Steine. Und dann ziehen wir von hier ein bisschen näher dran. Von hier. Und hier rüber, so. So ungefähr, wie schaut das aus? Ja, perfekt, eigentlich fast perfekt. Machen wir es so. Und dann gehen wir von hier nochmal raus und, nee, zu weit weg. Von hier nochmal raus, bis daher ungefähr und ziehen hier nochmal. Bis... müssen wir die andere erst ein bisschen runterziehen. Stadtplanung. Halt. Bis daher mal. Dann können wir auch von da ziehen, das Ding. Macht die Sache, glaube ich, ein bisschen einfacher. So. Und so. Das schaut doch schon mal cool aus, oder? Hm. Das schaut doch schon mal cool aus. Ja, und dann machen wir das gleiche hier drüben. Gott. Das wird schwierig. Ja, aber das erstmal muss das so ein bisschen bis daher und dann dahin gezogen, oder? So machen wir das. Dann kommen wir von hier bis daher und ziehen es hier. Nee, machen wir nicht. Ein bisschen weiter rausziehen müssen. Bis daher und ziehen es hier so. Eigentlich müsste man da reinkommen. Mal auf, dann probieren wir es mal von hier bis da und dann so rüber. So ein bisschen symmetrisch soll es ja schon sein. Das schaut alles andere als symmetrisch aus, Wolle, aber ist ja egal. Komm, das ist, der Stadtplaner ist besoffen, kennt man ja nicht anders. Nee, eigentlich hätte ich hier, glaube ich, bis daher ziehen müssen, oder? Ja, ungefähr. Und dann von hier nochmal. Ich glaube, ich muss dann ungefähr mal bis daher oder so ungefähr. Nee, ich bin dafür. Ah. Zwei drinnen eigentlich. Blöd. Bis hierhin und dann so ziehen? Nö. Bis hierhin und so ziehen. Nee. Ja, sag einmal, bis daher und so. Überschneidet es zu weit. Ah, bis dahin und so. Ja. Genau, so machen wir das. Irgendwie geht es da drüben ein Stück weiter, gell? Dann ziehen wir doch von hier nochmal. Eigentlich auch so einer, der mir dann hilft. Nee, gibt's hier nicht. So ungefähr. Passt schon. Und dann machen wir von hier nochmal. Wird natürlich jetzt schwieriger, weil es, nein. So, gebogen. Bis dahin. Jetzt soll es erstmal sein. Das soll es erstmal sein. Wir bauen hier eine Stadt um den Kreisel rum, ne? Das ist schon irgendwie lustig. Und dann nehmen wir so dicke Straßen noch so zwischen rein. Nämlich von da ziehen wir das einfach mal so. Halt, da müssen wir gerade Straßen nehmen in dem Fall. Von hier nach da, von da. Nach da ungefähr, nach hier, nach hier, nach hier. Und das gleiche hier drüben nochmal. Von da ungefähr weg, ne? So, 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 so und so. So, Stadt. Bevor das aber zur Stadt wird, so richtig, da
Da müssen auch noch kleine Straßen zwischendurch, oder so. Ja, komm, da müssen auch noch kleine Straßen. Aber alles hier schön mit Bäumchen. Das wird nämlich so ein bisschen eine grünere Stadtstraße. Also einmal müssen wir hier schon noch was so durchziehen. Ich würde mal sagen, von hier nach da. Nach da. Nach da. Nach da. Wo ist es noch richtig schön breit? Wir sind aber jetzt hier nicht mehr hochgegangen. Nein, sind wir nicht. Sehr gut. Wir könnten eigentlich hier drei so Achsen durchziehen. Nur hier so. 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 Ganz gerade muss es auch nicht sein. Das habe ich gar nichts dagegen. Wenn es so ein bisschen krumm wird. Ein bisschen krumm ist schon gut. Dann machen wir so nochmal. So. Und so. Und dann machen wir hier auch nochmal, oder? Da trennen wir auch nochmal. Megalopolis. Oh, ich kann Monumente bauen. Und ich kann internationalen Flughafen bauen. Wie cool. Flughafen kommt hier auch her. Die Stadt kriegt einen Flughafen. Es ist auch eine ganz spezielle Stadt. Aber wieso? Das verrate ich dann erst in der nächsten Folge. Hier bauen wir jetzt noch ganz schnell die Straßen so durch. Und was es mit dieser Stadt auf sich hat. Und so wird eine Überraschung. Besonders für einen da draußen von euch. Aber wie gesagt, erst in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao und Servus.